Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Der Klaus schlägt zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollen jetzt endlich mal die Pizza austauschen, um Bernhard, den Streich zu spielen. Hehe, das wird jetzt sicher lustig. Na dann gehe ich mal in Deckung. Da ist ja meine Pizza. Oh je. Die ist aber knusprig. Und so würzig. Ack. Ha! Ich habe da drauf gerotzt. Ich hoffe, dir dreht sich jetzt der Magen um. Ihhh. Du ekelhaftes Schwein. Wie konnte ich dich nur süß finden? Emilia? Warte. Das ist ein Irrtum. Ich liebe dich. Ich schätze, dass das Date damit wohl hinfällig geworden ist. Ja. Verdammt. Und ich brauche auch noch einen neuen Racheplan. Ja, so sieht's wohl aus. Das sieht man aber. So böse Sachen, das ist nicht gut. Das schlägt immer wieder zurück. Das nennt man Karma. Okay, was haben wir denn was haben wir denn als nächsten Streich? Eigentlich könnte einem fast leid tun. Das ganze Date ist geplatzt. Aber er ist halt auch selber schuld dran. Aber gut. Halt mal, das ist das falsche Buch. Das Buch wollten wir lesen. Mal sehen. Tieren und Federn? Das kenne ich doch von wo. Das hier könnte ich probieren. Der Wasserbombenteppich. Machen Sie sich aus Plastiksäckchen oder Luftballons einen ganzen Haufen Wasserbomben. Suchen Sie sich einen höher gelegenen Platz und warten Sie dort auf Ihre Zielperson. Wenn Ihr Ziel in Reichweite ist, bewerfen Sie es mit allem, was Sie haben. Das kann wenigstens nicht schiefgehen. Ah, sagst du. Wir wissen aber, dass das schiefgehen wird. Also das ist so ziemlich sicher. Luftballons haben wir. Höher gelegenes Ding. Ich denke, da müssen wir aus dem Fenster rauskommen. Ein Easter Egg sagt, wir sollen nochmal in die Kantine gehen, nachdem Emilia gegessen hat. Wow, was bist du denn für ein Freak? Klappe, du haarloser Affe. Gehen wir. Wenn du mir jetzt eine Analsonde verpassen willst, bringe ich dich um. Klaus, ich gratuliere. Du wurdest aus allen Klassenschlägern des Universums ausgewählt, um als Ersatz für... Autsch! Spinnst du? Bring mich sofort wieder nach Hause. Aua! Schon gut, du Neandertaler. Ich sollte mir echt langsam mal ein neues Hobby zulegen. Was für ein Freak! Okay, nettes Easter Egg. Ja, gefällt mir ungemein. Für die das jetzt nicht kennen, Lorien ist einfach bekannt dafür, dass er Leute entführt. Den hatten wir bisher jetzt, also in der Aufnahme, wo wir das jetzt machen, den hatten wir bisher noch nicht, aber der wird auch später nochmal öfters vorkommen. Okay, alles klar. Dann geht es mal nach oben. Ich würde jetzt Dave gerne mal die Werbebroschüren geben. Mal sehen, was wir dafür kriegen. Noch höher war es nicht. Ich glaube, das war hier hinten, richtig? So, ja, da ist er ja auch schon. Gib Gutscheine an Dave. Kannst du mit diesen Gutscheinen etwas anfangen? Hey, die sind perfekt. Und was bekomme ich jetzt dafür? Das hier. Ein Rechen? Ein Rechen? Der hat mich reingelegt.
Ein Rechen? Wieso ein Rechen? Ein Rechen zum Rechen. Ein Rechen zum Rechen, ja. Ich gehe dann mal wieder meiner Wege. Bis bald. Aber eine andere Idee. Vitrine war doch abgeschlossen und wir haben zwei Schlüssel. Passt da einer davon? Ich habe ihn aufgeschlossen. Okay, also goldener Schlüssel ist Vitrine. Und jetzt können wir doch bestimmt den Baseballschläger nehmen. Sehr schön. Ich weiß. Dahinter war... Ist Edna eigentlich nochmal da? Ah, nee. Hey, Klaus. Stimmt. Bist du verletzt? Bist du krank? Idee. Nein, ich bin völlig gesund. Schau. Ja, kennen wir schon. Edna ist auch wieder da. Das Ding war mal hinten schon dran. Aber wir kriegen ja noch eine Knochensäge von Laverne, wenn wir jemanden bringen, den wir, wie heißt's, in die Krankenstation bringen. Und ich denke, Sid wäre dafür geeignet. Bla bla bla. Weil immer wenn man mit ihm reden, haben wir immer noch die Methode, nicht die Methode, das Dings, das, Option, ob man ihn verprügeln kann. Ja, das hier. Soll ich dich ein bisschen verprügeln? Nein. Dann eben nicht. Viel Spaß noch. Also Dings geht nicht. Können wir? Also meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass wir damit was machen können. Können wir vielleicht mit dem Baseballschläger? Das will ich nicht. Du sollst es ihm ja auch nicht geben. Können wir den Spannband einfach schließen? Meine kostbaren Hände. Ups, sorry. War keine Absicht. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Ach, wirklich? Du solltest vielleicht die Schulkrankenschwester aufsuchen. Wir kriegen die Knochensäge. Sehr schön. Bevor wir da aber hochgehen, gehen wir nochmal ganz kurz ins Bad. Ballons füllen. Benutze Ballons mit Waschbecken. Ich sollte wohl eher den Wasserhahn verwenden. Ja. Dann benutze Ballons mit Wasserhahn. Ich sollte vielleicht vorher noch das Wasser aufdrehen. Klaus. Mann, oh Mann, oh Mann. Na dann wollen wir mal für Munition sorgen. Ich färbe das Wasser noch ein bisschen gelb. Irgendwie war mir klar, dass du das machen wirst. Diese Wasserbomben sind ganz schön schwer. Ich packe die Wasserbomben am besten in den Eimer. Wie gut, dass wir noch Eimer haben. Aber wisst ihr was? Wir sind böse. Wir machen das Wasser auch nicht aus. So, jetzt will ich aber hochgehen nochmal. Ey, wir müssen ja eh hochgehen wegen den Wasserbomben. Aber ich will noch auf die Krankenstation. Armer Süd. Irgendwie tut er mir leid. Wurde aber auch Zeit, dass sich jemand verletzt. Danke, hier hast du meine Knochensäge. Wollen wir da reingehen? Autsch, meine wunderschönen Hände. Jetzt sei doch nicht so verweichlicht. Zieh schon mal deine Hose aus. Warum? Sehen Sie denn nicht, dass meine Hände verletzt sind? Wen interessieren denn schon deine Hände? Hose runter. Niemals! Ach komm schon, Sid. Lass dir doch helfen. Deine Einstellung gefällt mir. Du darfst auch mitspielen. Ich habe genug gesehen. Ja, kann ich verstehen. Was passiert, wenn wir nochmal reingehen? Ich will gar nicht wissen, was da drin gerade abläuft. Ja, ich glaube ich auch nicht. Alles klar. Okay, dann müssen wir jetzt noch das Fenster aufkriegen. Vielleicht mit einem Baseballschläger? Andererseits bräuchte man eher was für eine, sowas wie eine Brechstange oder so, hätte ich gesagt.
aber wir benutzen es trotzdem mal. Damit bekomme ich es auch nicht auf. Der Rechen? Damit bekomme ich es auch nicht auf. Die Säge? Damit bekomme ich es auch nicht auf. Okay, auch nicht. Gummistiefel bestimmt auch nicht, Handy nicht. Nee, da haben wir auch nichts. Und das hat ja nichts gebracht. Nimm das! Wir bräuchten eher sowas wie ein Brechstange oder irgendwas, um das aufzuhebeln. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall das richtige Ding sein. Oh, was machen wir noch? Säge mit Fahnenmast, das ist das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, mit was wir die Säge benutzen können. Oh. Ah. Ja. Das war mal ein Popcornwagen. Der wurde ja gesprengt. Was ist denn hier passiert? Lass mich bitte alleine. Nicht glauben. Was ist denn hier? Ja, okay. Ach, der Arme. Er kann einen schon leid tun. Säge mit Fahnenmast? Das will ich nicht hissen. Ah, man kann was hissen. Kannst du die Wasserbomben hissen? Das will ich nicht hissen. Nur passiert. Nö, wir haben ansonsten... Können wir den Herren hissen? Das will ich nicht. Nee, okay. Ich bin ruiniert. Kann man irgendwelche Fenster öffnen? Das lässt sich... Achso, das lässt sich alles noch von innen öffnen. Halt, nicht dahin gehen. Oh. Können wir noch mal eine Anweisung? Nee, haben wir nicht. Wir haben keinen Zettel mehr. Hier gibt's nichts, was wir brauchen könnten. Da gibt's nichts mehr, was. Obwohl, können wir Hoki fragen, ob er das Fenster für uns aufmacht? Ich verziehe mich wieder. Kein Problem. Nee. Also ich denke, das Fenster wird auf jeden Fall der richtige Ort sein, den wir brauchen. Wir müssen es nur aufkriegen. Die Türen sind zu. Abgeschlossen. Da Poster und so Zeug ist nichts mehr. Ordner können wir auch nichts machen. Für was war dieser Schlüssel hier? Für was war dieser Schlüssel? Für ein Klassenzimmer. Ach, ein Klassenzimmer. Ah, sag das doch gleich. Naja, ich habe auch nicht das Ding angeschaut, den Schlüssel. Okay, dann probieren wir mal, welcher Dings wo passt. Also hier hatten wir nichts. Ah, aber oben hatten wir ja Klassenzimmer. In irgendwelchen sind Unterricht und einer ist abgeschlossen. Ich glaube, 3 war abgeschlossen, oder? 3 war kein Unterricht. Ah. Hey, die Ratte hat den Fenstergriff geklaut. Aha. Okay, und wir haben ein Mäuseloch. Das ist anscheinend das Loch der Ratte. Es ist leer. Das ist eine Schülerarbeit. Ein Werbeplakat für die Umwelt. Das haben wir April Green zu verdanken. Oh, schon so spät. Heute Razor and the Scummets um 23 Uhr im Club Nohawk. Eintritt $4. Das ist ein Stundenplan. Ohne Fenstergriff kann ich das Fenster nicht öffnen. Dann wird das vielleicht der richtige Ort sein. Okay, also. Hallo, kann ich die nicht anklicken? Ah, aber den Tisch können wir anklicken. Hab ich dich. Gib endlich auf. Und den Tisch? Hab ich dich. Ich kriege dich schon noch. Wie kriegen wir die Maus? Baseballschläger? Was soll das bringen? Hab ich dich. Gib endlich. Ah, Moment mal. Es kommt wahrscheinlich drauf an, wann sie wo ist.
wo sie waren, geht. Sie war da, dann ist sie wieder nach da gegangen. Hab ich dich. Gut. Dann schauen wir mal. Sie ist auf der rechten Seite. Mist. Und was passiert, wenn sie jetzt hier auf der rechten Seite ist? Hab ich dich. Geht sie dann ins Loch rein? Du kleines Mistvieh. Und können wir jetzt was machen? Das ist doch kein tragbares Loch. Du sollst auch reingreifen. Ich passe da nicht rein. Mit... Nimm das! Nee. Müssen wir das Loch irgendwie zumachen? Also entweder müssen wir das Loch irgendwie zumachen. Oder da eine Falle hinstellen, dass sie dann da reinrennt. Also ich denke schon, dass das Ziel war, die Ratte hierher zu kriegen. Reinstochern. Was soll das? Bringt auch nichts. Ja, rächen. Was soll das bringen? Wenn wir jetzt wieder rausgehen, ist er wahrscheinlich wieder... Nö. Nein, sie ist nicht mehr da. Ich hätte jetzt gedacht, es geht wieder von vorne los. Also ist es auf jeden Fall kein Fehler gewesen, was wir jetzt gemacht haben. Benutze Rechen mit Fenster. Kriegst du da vielleicht mit auf? Dass wir das Ding gar nicht brauchen? Was soll das bringen? Aber nein. Moment mal. Obwohl. Nee. Das andere Fenster, diesen Griff wegzuhauen oder so, vielleicht. Lieber nicht. Da drin ist gar... Kennst du hier den Griff? Nee, es ist kein Hotspot. Ich hätte jetzt gedacht gehabt, du kannst vielleicht den Griff abhauen und dass wir den da dann verwenden können. Damit bekomme ich es... Wie kriegen wir die Ratte da raus? Rede mit Loch? Nee, das geht nicht. Drücke Loch. Das bringt doch nichts. Benutze Loch. Nimm Loch? Nee. Das ist doch... Kein tragbares Loch. Ja, ich weiß. Vielleicht fehlt uns noch ein Gegenstand dafür. Im Moment wüsste ich nämlich tatsächlich nicht, was uns das bringt. Die Ratte hat auf jeden Fall das Ding damit reingenommen. Und sie kommt nicht mehr raus. Es sei denn, wir müssen komplett hier die Schule verlassen. Die ist nicht ein... Wir schauen uns nochmal hier nochmal um. Bei Klaus Haus haben wir da vielleicht noch irgendetwas? Und ich dachte, ich hätte hier auch ein Mauseloch gesehen, aber nee. Leer. Oh, Moment, war da unter Bett? Unterm Bett? Mal sehen, was sich unter meinem Bett so befindet. Hat man das nicht schon gemacht? Aha, da ist absolut nichts. Ich dachte doch, ich glaube, wir hatten das schon gemacht. Da ist auch nichts mehr drin. Ich habe noch genug. Also, da war nichts. Bei Bernoulli, da war man noch gar nicht. Vielleicht ist da ja irgendwie was. Die ist verschlossen. Und er hat auch keine Klingel. Willkommen. Liegt da unter der Fußmatte was? Außer Staub liegt da nichts drunter. Da fehlt also auch noch ein bisschen was. Okay. Familie. Naja, öffne den Dinger mal. Was drin? Leer. Aber ansonsten scheint es hier auch nicht wirklich was zu geben. Ah, schade. Beim S-Mart, da gehst du nicht hoch. Haben wir ein Plakat eigentlich zum Aufhängen? Nee. Oder irgendwas zum Absägen habe ich jetzt auch noch nicht wirklich gesehen. Beziehungsweise können wir ja das mit den Rechen. Ich will das nicht zersägen. Nee, geht nicht. Was könnte man zersägen? Nee, also hier ist auch nicht wirklich was.
Da ist nichts. Hast du noch irgendwelche Gesprächsthemen? Ich muss wieder los. Halt die Ohren steif, Alter. Nee, hier ist auch nicht wirklich was. Das ist auch noch wieder Stadt. Fahnenmast, können wir irgendwas hissen, aber im Moment geht da auch noch nicht wirklich was, was wir hissen könnten. Die Spinne, das Sitzspind, beziehungsweise kommen wir jetzt ins Sitzspind ran. Wo ist er dann? Abgeschlossen. Ja, nee, der ist weiterhin zugefallen und das war's dann. Sprengen können wir nicht mehr. Oder können wir nochmal ein weiteres Ding uns holen? Halt mal, wir waren schon richtig. Da muss ich ja noch da durchlaufen, um zum Rektorzimmer zu kommen. Da ist nichts mehr. Rektorzimmer war ganz da hinten. Lehrerzimmer hat man jetzt nichts mehr. Ja, können wir da nochmal so ein Anweisungsding holen? Papier, nimm. Ah, verdammt. Jetzt aber. Mehr Papier brauche ich nicht. Okay, also, das war's auch nicht. Ich habe vielleicht gedacht, dass man da nochmal was machen könnte, damit wir sprengen können oder so. Also, wir haben auf jeden Fall noch den Fahnenmast, wo wir irgendwie was hissen können. Anscheinend jedenfalls. Und wir brauchen an der Maus diesen Griff halt, um uns das Fenster aufzumachen. Aber da können wir anscheinend im Moment auch nicht wirklich was machen. Was sonst noch irgendwo? Irgendetwas. Und was wir den Rechen machen müssen? Auch noch keine Ahnung. Gibt es bei dir was Neues? Später. Wie auch immer. Bei dir gibt's auch nichts Neues. Ist die Maus jetzt wieder da? Nö. Die Ratte sitzt doch schon in ihrem Loch. Also das ist... Willst du einen Fisch haben? Was soll das bringen? Haben wir irgendwo Käse? Halt mal. Feuerrote Gummi? Das sind nicht unbedingt Käseschuhe, oder? Was soll das bringen? Nee, dann muss ich mal nochmal überlegen, wie wir das weitermachen. In der nächsten Folge werden wir es hinkriegen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.